Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Ja, ihr seht es, in diesem Video geht es um die Glastür einer Duschkabine, wie man die eigentlich schnell und effektiv reinigen kann. Ich habe hier schon einige Feldversuche vorgenommen, hier unten, aber man sieht es. Ja, ihr könnt es jetzt, ich mache mal den Blitz sehen, Mann, ob es, ja, da wunderbar. Sieht im ersten Moment richtig sauber aus, aber wenn wir hier näher rangehen, überall noch Kalkflecken, die kriegen wir hier einfach nicht weg. Ich habe es mit einigen Produkten versucht. Erstmal hier der Zitrusreiniger Kalklösen, steht sogar extra drauf. Bringt gar nichts, war ja klar. Dann habe ich es hier in diesem Feldversuch mal gemacht mit reiner Zitronensäure. 3 Esslöffel Zitronensäure auf 1 Liter Wasser aufgetragen. Das Ergebnis nochmal für euch. So sieht's aus. Ja, bevor ich jetzt zeige, wie ich das mache, werde ich mal hier eben einige Sachen demontieren. Unter anderem erstmal die Dichtungen. Hier habe ich neue Dichtungen bestellt. Auch hier die Dichtung, das ist ja alles nur noch verusselt. Und auch den Griff werde ich hier demontieren. Habe mir hier natürlich auch einen neuen Griff bestellt. Ja, Frauen können es ja eigentlich ganz gut. Selbst beim Wandstreichen in der Wohnung wird die Steckdose abgeklebt. Nein, wir demontieren eben den Griff. Und dann zeige ich euch, wie ich hier einfach diese Scheibe reinige. Und was brauchen wir für die professionelle Reinigung der Glastür einer Duschkabine? Erstmal eine Mütze, könnte man denken. Nein, das ist hier ein Polieraufsatz für eine Bohrmaschine. In meinem Fall nutze ich einen Akkuschrauber. Und zwar den von hier Firma Lux. Ein ganz einfacher mit Licht. Einfacher Akkuschrauber und jetzt kommt unser Zaubermittel. Einfach nur Autopolitur. Sowas werdet ihr ja wahrscheinlich auch zu Hause haben. Achtet nur drauf, jetzt Schleifpaste oder sowas gibt es auch für Autos, meist im Lackiererbereich. Schleifpaste würde ich nicht empfehlen. Einfach nur eine ganz leichte, sanfte Autopolitur. Und damit kriegen wir diese Kalkflecken wunderbar gelöst. Ich zeige euch das, was ich allerdings mache. Den hier mache ich ein klein wenig nass, minimal anfeuchten, kurz einmal einweichen und abtrocknen und dann geht's los. So, dann nehmen wir jetzt ein klein wenig Politur und dann geht es auch schon los. Hier kann ich jetzt die Handtücher wunderbar nutzen, um die Scheibe abzustützen und los geht's. So wird das Ergebnis in kurzer Zeit auf jeden Fall einen Erfolg bringen. Ich mache jetzt hier noch schon fast fertig. Ich mache noch ein klein wenig weiter. Ich mache das auch mal ein bisschen tiefer, damit ihr das auch besser seht. Auf dem Kamerabild nehmen wir mal diesen Bereich nur hier. So, jetzt nehmen wir eben ein bisschen Toilettenpapier, machen diesen Bereich einfach mal sauber. Und dann werdet ihr nämlich sehen, minimale Flecken haben wir noch. Hier sind wir schon fast sauber. Ich mache jetzt hier einfach mal weiter und poliere mal eben die gesamte Tür. Das ist alles.
So seht ihr es besser. Hier haben wir einmal das Vorherergebnis und wir sind jetzt beim Nachherergebnis. Da ist nichts mehr drauf, da spiegelt sich sogar das Papiertuch, was ich gerade genommen habe, um hier die Scheibe abzuwischen. Jo, ich würde sagen, ich mache eben den Rest der Scheibe. Die Scheibe mache ich natürlich auch noch. Und dann geht es ans Versiegeln dieser Scheibe, damit wir diesen Effekt auch dauerhaft haben. Tja, und jetzt müssen wir nur noch die Oberfläche imprägnieren. Imprägnieren heißt Oberflächen versiegeln, weil wenn wir jetzt hier am Duschen sind, das Wasser läuft hier runter und ihr seid mit einer Flitsche die ganze Zeit zugange. Nein, das machen wir noch viel einfacher. Und womit? Ganz einfach. Und zwar habe ich mir Klarspüler abgefüllt in eine, den Schirm mal weg hier, in eine leere Reinigungspulle. Das war, glaube ich, irgendwie Scheibenreiniger oder was auch immer. Und jetzt gehen wir her mit diesem Klarspüler. Benetzen wir jetzt die gesamte Oberfläche. Machen wir die Düse mal auf. So ist der Strahl noch besser. Das soll man dann da rumschäumen. So, gut benetzt haben wir die Geschichte. Ich habe die Scheibe natürlich vorher trocken gemacht. Jetzt nehme ich so ein halbwegs trockenes Tuch und verteile diesen Klarspüler einfach nur auf die gesamte Scheibe, damit ich auch wirklich jeden Punkt erwische, wo ich vielleicht beim Sprühen eine Stelle übersehen habe, die ich nicht ganz getroffen habe, was auch immer. Und jetzt gehen wir her, nehmen Wasser, spülen das Ganze einmal ein bisschen nach und ihr seht schon diesen extrem perlenden Effekt. Hier perlt das ganze Wasser einfach ab. Die Scheibe ist schon fast wieder trocken. Das war unser Video, wie wir die Scheiben einmal vom Kalk befreien unserer Dusche und natürlich auch hinterher imprägnieren, damit wir hier einen dauerhaften Schutz haben. Die Geschichte mache ich jetzt natürlich auch noch an der Tür. Ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich versuche schnellstmöglich zu antworten. Gebt diesem Video einen Daumen hoch, würde ich mich unwahrscheinlich darüber freuen. Und Kanal abonnieren, den Kanal TV Solution, das kann ich euch nur empfehlen. Ja, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bestimmt in einem der nächsten Videos.